Hochschulen befassen sich intensiv mit Diversity Management. Wo immer man hinkommt, ist das im Moment ein Thema. Das ist richtig, das ist sehr begrüßenswert. Es fehlt allerdings bisher noch an einem Verständnis, welche Diversität überhaupt relevant ist. Was verändert Studienerfolg, was verbessert ihn, auf welche Kriterien sollten wir achten? Und die Merkmale, auf die man dann gerade häufig guckt, zum Beispiel welcher Nationalität die Studierenden sind, sind nicht gerade die Merkmale, die relevant für Studienerfolg und Diversität sind. Die sind mehr im Verborgenen, die müssen erfragt werden, die müssen entdeckt werden und erst dann kann eine Hochschule wirklich sinnvolle, zielgerichtete Maßnahmen etablieren. Wenn Hochschulen lebendig sein sollen, gilt es eben diese ganze alles, was in die Hochschule kommt, erfahrbar zu machen. Es ist eben wichtig, das auch zu zeigen und wie gesagt hervorzuheben, was die einzelnen Leute aber können. Also sich auf die Ressourcen zu konzentrieren und nicht auf die Defizite. Man muss es von der übergeordneten Ebene auch wieder zusammen denken, weil klar haben wir einen Antidiskriminierungsauftrag, den müssen wir auch erfüllen, aber Diversitätsmanagement ist der Versuch, das positiv als einen Kulturwandel in einer Institution zu denken. Wenn es nicht dabei bleiben soll, dass man sich quasi nur das Label Diversity-orientierte Hochschule oder Diversity-Management an unserer Hochschule geben will, sondern wenn man es wirklich leben will, wenn man die Resultate auch sehen möchte und wenn man möchte, dass das etwas ist, was befürwortet wird und getragen wird, dann muss man ganz viele Menschen in der Universität, und zwar an den unterschiedlichsten sogenannten Statusgruppen, wie wir sie haben, mitnehmen, begeistern können, beziehungsweise von ihnen auch die Impulse aufnehmen. Diversity kann ja nicht damit enden, dass man Leute in ein System hineinholt und dort knallen die gegen die nächste Wand, sondern das System muss sich verändern. Aber das ist ein ganz langsamer Prozess und das kann man nicht top-down machen. Ich habe am Anfang gedacht, so ein Auditierungsverfahren, das ist so, also wir erarbeiten jetzt mit diesen Pionierhochschulen Qualitätsstandards und dann schreiben wir die auf und denken uns ein Verfahren aus, wie das Erreichen dieser Standards überprüft werden kann. Und wenn eine Hochschule auditiert werden will, muss sie diese Standards erfüllen. Heute muss ich sagen, nee, der Weg ist das Ziel. Der Prozess war halt viel wichtiger. Das Verfahren, was wir entwickelt haben, hat vor allem die Besonderheit, dass es aus dem Kreis der Hochschulen selber mitentwickelt wurde. Also wir haben das Erfahrungswissen der Hochschulen, die sich im Grunde schon dem Diversity Management verschrieben haben, eingesammelt und haben daraus ein gesondertes eigenes Verfahren entwickelt. Und die Idee ist dabei, dass es nicht nur ein klassisches Auditierungsverfahren gibt, wo man ja Maßnahmen entwickelt, sich festlegt auf eine Strategie, auf ein Profil, auf Maßnahmen und dann sagt, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt soll das alles entwickelt werden. Das haben wir auch, aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir sagen, die Hochschulen haben eigentlich schon jede Menge Erfahrungswissen gesammelt und werden das dann miteinander auch noch mal kollegial austauschen. Und genau dieser kollegiale Austausch ist eben auch besonders wichtig. Der wichtigste Effekt, den wir hatten von der Teilnahme an diesem Benchmarking-Club, war, dass das Thema Diversity auch innerhalb der Hochschule plötzlich eine ganz andere Form von Anerkennung gefunden hatte und bekommen hat. Diesen positiven Umgang mit Vielfalt strukturell zu verankern, das ist das, was im Benchmarking-Club unterstützt und begünstigt worden ist in seiner Entwicklung. Es war ein interessanter Prozess. Wir hatten die Möglichkeit, in einem geschützten Raum mit Kollegen und Kolleginnen aus anderen Hochschulen, ganz unterschiedlichen Hochschulen, ganz unterschiedlichen Regionen, auch mit unterschiedlichen Anpackenden zum Thema Diversity, den Austausch zu pflegen. Und das ist sehr wertvoll. Also, dass man wirklich sagen konnte, das tut jetzt weh, das drückt, da kommen wir nicht voran.
Für uns ist ganz wichtig, diese Vernetzung weiter voranzukriegen, weil wir haben uns ja sehr konzentriert auf eine ganz schmale Scheibe der Aspekte, die man mit Diversity sich anschauen kann. Da haben andere, weil sie breiter angefangen haben oder weil sie ganz andere Themen gewählt haben, für uns unheimliches Potenzial. Das heißt, nach dem Projekt ist vor dem Projekt, wenn man so will. Da können wir profitieren von dem, was die anderen dort eben gemacht haben.